Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Wir sind gerade dabei und können uns unser Kryptonit aussuchen. Ich bin auch gespannt, wie sich das tatsächlich auf unser Spielverlauf auswirkt. Tja, und ja, dann schauen wir uns mal die Auswahlmöglichkeiten an. Was ist unser Kryptonit? Sechsklässler? Nee, die sind mir einfach nur zu flachköpfig. Racing Girls? Könnte. Chaoskinder? Hat das irgendwas mit Professor Chaos zu tun? Was sind das, so ein Chaos-Schergen? Alte Leute! Alte Leute, okay, ja. Ninja. Okay. Vampire? Vampire sind cool. Genau wie Ninja. Der Ninja. Wow. Krebsmenschen. Sind damit wirklich Menschen gemeint, die Krebs haben? Wow. Also, ich bin doch irgendwie zwischen alte Leute und Krebsmenschen am Schwanken. Wobei Racing Skills natürlich auch eine richtige Schwachstelle sind, sein können. Kleine minderjährige Gören, die sich für ach so tollig halten. Und andere minderjährige Jungs um den Finger wickeln. Oder Jungs und Mädchen. Alte Leute? Naja, warum soll man Angst vor alten Leuten haben? Alte Leute können richtig ätzend sein. Doch, muss man mal sagen, alte Leute können wirklich ätzend sein. Auch wenn ich wirklich das Alter sehr respektiere. Aber es gibt alte Leute, die einfach nur ätzend sind. Krebsmenschen. Ja. Ich werde mich wahrscheinlich hierfür entscheiden. Und ja, die meisten von euch dürften wissen, warum. Einfach weil ich es irgendwie sehr amüsant finde, das auszuwählen. Von daher, okay, mein Kryptonit sind Krebsmenschen. Gestalten, die aussehen wie Menschen, schmecken wie Krebse und die Menschen unterjochen wollen? Ah, gut, es wurde nicht dieser Krebs gemeint. Ah. Puh! Okay, nein, doch nicht. Dann gehen wir doch zu den alten Menschen. Weil alte Menschen richtig ätzend sein können. Obwohl. Racing Girls? Aber die hat er ja schon als Schwachstelle. Ja, alte Leute sind voll eklig mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Ja, Weisheit ist voll eklig. Was sagst du denn zu den Raisins Girls? Raisins Girls, diese Verführerinnen, kann ich dir nachempfinden. Okay, es sind doch die Raisins Girls. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst, cool Freund. Du kannst in der verbundenen App dein Team bearbeiten. Gut, schauen wir uns gleich an. Charakterbogen. Verbündete. Also, wir bekommen noch ein Geschlecht. Ja, wir werden endlich weiblich. Eine Ethnie? Eine Gesinnung und eine Religion. Ja, und ich habe mich jetzt doch für die Raisins Girls als Kryptonit entschieden. Weil das irgendwie doch am besten passt. Zu mir persönlich. Ja, Verführerin! Okay, wo geht es als nächstes hin? In die Schule? Okay. Zumindest wird mir das nächste so gelb leuchtend angezeigt, auch wenn ich dafür ganz nach vorne wieder muss, aber... Okay. Zur Schule.
Gehen wir zur Schule. Noch spaßiger ist es, mit Freunden in die Schlacht zu ziehen. In der Stadt triffst du noch mehr. Wenn du ihnen hilfst, werden sie sicher gern an deiner Seite kämpfen. Danke, Tony. Und ja, ich habe noch keinen Weg gefunden, ihn auszuschalten. Oh. Nein? Jetzt habe ich die verbündete App. Hey, naja, komm vorbei, dann arbeiten wir an deinem Outfit. Du brauchst Hilfe, echt, jetzt super Fashion Notfall. Okay. Hey, Schwanzgesicht, du und dein Superfreund Moskito sollen besser vorsichtig sein. Ich bin kein Schwanzgesicht, ich bin ein Mädchen. Blind sind sie, das Tussis auch noch. Warnung, sie haben 5 Sekunden. Ist hier gut, ich will gar nichts von eurem Essen. Ich will jetzt erstmal in die Schule. Wie ein gutes, kleines, braves Mädchen gehe ich jetzt erstmal in die Schule. Ja, und beziehungsweise ich wollte mir die Verbündeten-App anschauen. Da. Ich würde lieber... obwohl, Craig war eigentlich ganz... Blitzkrieg war eigentlich ganz gut. Ich lasse es erstmal so. Lass die verbinden erstmal so. Ich nehme immer die falsche Taste. Karte jetzt hier nach unten. Durch die Gasse zurück. Hey, Neue, diese Mädchen lassen nicht locker. Kannst du mir nochmal helfen und sie mir vom Hals schaffen? Schon wieder? Racens drin durch. Meistere alle Racens Ripper-Titel auf dem Charakterbogen. Okay. Ja, aber nicht jetzt. Wir gehen jetzt erst zur Schule. Hallo. Katzen dieser Stadt brauchen eine Stimme. Sie müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Ja, auf jeden Fall. Dann gehen sie vielleicht auch weniger verloren. Ich habe einfach ein Herz für Randgruppen. Vielleicht, weil ich ja selbst mindestens 3 angehöre. Okay. Und wie komme ich jetzt da dran? Noch gar nicht. Okay. Dann halt nicht. Speculum. Unplanned Parenthood? Was ist das denn? Abtreibungsklinik. Ach, die Abtreibungsklinik. Ja, klar. Klebeband, Pümpel. Magazin für Mammographie-Liebhaber. Eieiei. Willst du das Baby treten fühlen? Solange es noch geht? Nein? Sorry, ich mag keine Kinder. Kann ich nachvollziehen, aber dann hätte ich vielleicht verhüten sollen. Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Ist mir doch egal. Hättet ihr verhütet, hättet ihr diesen Moment gar nicht haben müssen. Wir haben neue Vorräte reinbekommen, trotz knapper Fördermittel. Was kann ich denn bitte bei euch kaufen? Gnome, der alte Gladiator. Ah, da war doch jemand, der ein Kondom haben wollte. So, leichter als eine Waffe zu kaufen. Na. Ja. In Amerika vielleicht nicht ganz so üblich. Arschpilzerkennungskit, okay. Schnell Schwangerschaftstest. Stötterpaket, meine erste Menstruation. Tablette gegen Erektionsstörung. Abtreibung ist legal, Rumlungern nicht. Was? Natürlich ist Rumlungern legal. Wenn ich das mache, ist es das. Wo? Jetzt muss ich nur... herausfinden, wo nochmal hier der Opa gewohnt hat. Wir kämpfen für alle unterdrückten Girls der Welt. Halt mal die Fresse. Wir haben noch eine Rechnung auf. Oh nein, Arschloch! Raisins Girls! Unser Kryptonit! Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Wie oft rennen wir die denn jetzt noch über den Weg? Neue Regel! Beeilen wir uns. Okay, beeilen wir uns.
Was war Y nochmal? Triff einen Feind in der Nähe. Also die beiden. Oder ein Feind in der Nähe, oder dann die da. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. Moskito auf Blutjagd! Ja, am Fliegen. Was kannst du? Sorge ein Gegner aus und verursache Lebensraub. Ich komme nicht mal ran an den Gegner. Oh. Ein Feind fiel. Wow, der ist ganz schön stark. Okay. Wir sind so irgendwie der Schwächste in der Gruppe. Die Schwächste in der Gruppe. Mir ist gerade der kleine Finger eingeschlafen. Wow, beim Spielen. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. Ja, mein... Bei mir ist es anders. Mein Daddy verprügelt wohl meine Mami. Ich verwende mir und heile sie. Ich glaube, ich heile dich mal. Heilung! Danke! Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Nicht schon wieder bezaubert. Prügeln wir Moskito wieder Verstand ein. Ja, machen wir das. So schnell wie möglich. Ich drücke immer zu früh. Zu schnell für dich, Mann? Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen! Zieh kein Fest! Bau keine Bruchlandung! Hey, du Troller. Damit mache ich, glaube ich, mehr Schaden. Zumindest bringe ich dich zum Brennen. Oh, ihr Süßis seid solche Fiesis. Was darf denn sein? Schnuckilein. So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Wer hätte gedacht, dass Brennen so weh tut? Ja, wer nur? Jeder, der den Kopf einschaltet. Und also keiner von euch. Okay, an die da hinten komme ich noch nicht ran. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Du tust aber nichts. Ich habe jetzt auf den Angriff gewartet, aber... Wenn du lieber nicht willst, dann willst du halt nicht. Kamerad am Boden! Jetzt habe ich aber doch gedrückt. Ich hatte doch gedrückt. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Frissen und weg. Blutgruppe AB positiv. Jackpot! Meine Superattacke. Legen wir mal los mit meiner Superattacke. Darf ich damit überhaupt jemanden gerade? So würde ich sie nicht treffen. So treffe ich sie. Möge die Macht in mir sein. Und durch meinen Darm verlaufen. Und dir ins Gesicht. Oh mein Gott, alles tut weh und ich sterbe. Oh. Startbereit. Genau das ist der Sinn der Sache, Süße.
das war Heilung, das ist Schutz und das ist Angriff. Okay. Ich kann mit Kite halt überhaupt nichts machen, gerade. Ich komme zur Rettung! Du bist der Wind unter meinen Moskitoflügeln! Ich bin schon wieder bezaubert. Eieiei. Seit wann ist Raisins Girls verbrennen in? Seitdem ihr solche Nervenziegen seid. Jetzt ein Bild von mir auf Instagram. Heilung in 0,3 Sekunden. Bitte Geld zurück. Ha. Ernsthaft? Das sollte helfen. Du hast sie geheilt? Stellung signed. Boah. Wo hast sie geheilt? Prost, Moskito! Prost! Und das war der Finalschlag. Mein Zahnschlüssel steht offen! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! Das war's mit euch, Nervensägen. Und auch Raisins Girls haben wir besiegt. Moskito ist ein hässlich und wertloses Stück Müll. Mist, jetzt fühle ich mich schlecht, aber nichts über ungut. Bzzz. Okay, Moment, wir wollten die Kondome vorbeibringen. Und zur Schule. Noch ein Stückchen weiter nach rechts. Weitergehen, wir machen hier Chaos! Na dann, mach dir Chaos. Ich will nur Kondome vorbeibringen. Ich weiß nur nicht, wer das nochmal war, der Kondome haben wollte. Ich glaube, er war rechts. Also doch, es war der Opa. Nur von wem war es nochmal der Opa? Von uns war es nicht der Opa. Soll ich dir die Fresse polieren? Hey, sag's vielleicht mal. Nicht jetzt. Ich suche jemanden, dem ich Kondome vorbeibringen kann. War das hier? Nein. Das ist Cartmans Haus. Pieps. Magazin. Okay. War das bei euch? Nee, oder? Doch, da war's ja. Hoffe, du hast mir was mitgebracht, Billy. Ich bin zwar nicht Billy, aber ich hab dir was mitgebracht. Aber wie kann ich dir das geben? Ich will ein Foto mit dem besten Enkelkind der Welt machen. Ah, ich hab's dir so gegeben. Gut. Ich weiß nicht, ob ich begeistert sein soll, dass du jetzt Kondome hast. Was machen wir nochmal? Ich meine, ich überlege ja gerade nur, wer mit dir wohl geht. Nein. Nein, wir überlegen nicht. Danke dir. Du bist besser als dein Tunichgut von Vater. Das ist ja auch nicht mein Vater. Ist im Inventar entfernt. Okay. Dann lass uns jetzt zur Schule gehen. Ohne große Umschweife. Kommt, Mietzis, ich hab Bock auf Pornos! Was? Mietzis, ich hab Bock auf Pornos? Zoophilie oder was? Na, diese Flüster sind ganz schön eklig. Wer bist du denn? Haben die Poli ihre Position getauscht oder habe ich wieder die falschen Pillen genommen? Habe ich echt ja dazu gesagt? Hey! Hey, wir sind doch mal nett und gucken, was liest du da? Okay. Hot Picks. Mhm. Und Wodka. Ich mache jetzt einfach. Sarah. Wer ist Sarah?
Preise den Herrn, kleines irres Kind. Ja, auf jeden Fall. Ach, die können jetzt wieder an die Haltestelle. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Nee, ich hab selbst welche, ich brauch deine nicht. Die Sechsfüßler sind an der Bushaltestelle weg, also können da jetzt wieder Passanten nennen. Wohin wollte ich jetzt? Zur Schule. Ich brauch ein Gedächtnis, das ist einfach umwerfend. Kann ich da einen Rucksack? Kann ich. Dein Mausketierriegel, Edgars Kleber, Tripper andenken. Kleines Paket. Schrott. Ja, braucht uns niemand außer uns. Box voller Tampons. Schrott. Okay. Das ist ein Schneehaufen. Zerschlag ihn. Edgars Kleber, Klebeband. Und noch ein Briefkasten. Postbote, Butters Post. Schrott. Ja. Und noch ein Schneehaufen. Ödland. Velocitor. Artefakt. Ist auch schlecht, als das, was wir gerade haben. Hallo, ja, wir laufen über Rot. Stört uns nicht! Wir säen Chaos! Okay. Ja, überlasst Chaos das Chaos. Schule. Wir sind noch in der Schule jetzt. Nee, Gemeindezentrum. Die Schule ist noch eins weiter. Okay. Und ein neuer Schnellreisepunkt. Grundschule von South Park. Gut, dann betreten wir mal das Schulgebäude. Oh, ein Schneemann. Darf ich zerschlagen? Aus keinem ersichtlichen Grund. Arcana-Hut-Kostüm. Na, ich behalte lieber den Bär auf den Kopf. So sind die Chancen größer, dass man sich vielleicht doch noch als weiblich erkennt. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Ach, sind nur noch ein paar Wochen. Geh zum Büro des Schulpsychologen. Warum? Was soll ich da? Läuseverseuchte Haarbürste. I. Okay. Stellst du wieder irgendeinen Scheiß an? Jede Wette. Wieso schon wieder? Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Juhu, ein Bild. Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Was? Okay, aber diesmal kein Scheiß. Na schön. Ja, gut. Hausmeister. Mr. Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß ein für alle Mal. Hey, ich habe keinen Scheiß gemacht. Mathematikwettbewerb. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Was geht ab? Ja, machen wir ein Selfie. Du wirkst nett. Bei dir lächle ich. Lächeln. So. Zu deinen Füßen. Ashley. Ja, danke. Hey, kannst du das jetzt bitte löschen, außer du findest, ich sehe gut aus in dem Fall. Lösch. Was? Ich habe eben noch gesagt, du siehst nett aus. Okay, dann halt nicht. Klar, ich mache 10 Selfies täglich. Nep. Annie Nelson. Schick. Kaum zu glauben, dass ich so auf dem Bett gerollt bin. Natürliche Schönheit. Aha. Na dann, Selbstverliebtheit. Hallo. Komm morgen wieder, ja? Okay, dann komme ich halt morgen wieder. Warum auch immer. Geh mir hier lang. Cafeteria. Trash. Madenverseuchtes Sandwich. Na, lecker. Guten Appetit. Okay, hier können wir in die Cafeteria. Ins Gym. Die Cafeteria. So viele Stufen. Alles für so eine Tasche. Smartphones, Dose Arschkörperspray. Wer sprüht sich denn Arschkörperspray an? Die tatsächliche Penisgröße von Jungen. Na klar. Und ein
Oh, verwirrt von der Schule. Oh, ist das süß. Da war ein kleiner Kenny mit drauf. Stoffballen, verschwitzte Sportkleidung. Gegengift. Ja, davon dürften wir eigentlich schon eine ganze Menge haben. Kommen wir hier durch? Nein, wir kommen hier nicht durch. Also waren wir eigentlich nur für die Sachen hier. Okay. Komm, sag mal. Hallo. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Die Neue. Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Okay. Warum haben sie eigentlich so einen Riesenkopf? Wurde das jemals geklärt? Sollten sie vielleicht mal zum Arzt damit gehen? Hm. Ich will ja nur nicht, dass ihnen was passiert. Oh, hallo, Neuer. Hallo, Neue. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Was? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Ich kann endlich sagen, dass ich weiblich bin. Lass dir Zeit. Wuhu! Was denn sonstiges? Ja gut, ich kann natürlich auch ein She-Male sein. Ich bin weiblich, ich bin weiblich. Sie sind die erste Person, die mich fragt. Ich bin weiblich. Du bist ein Mädchen? Okay. Wir alle hatten den Eindruck, dass... Einen ganz kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen, okay? Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, naja, es hat mir gerade erzählt, dass, dass sie ein Mädchen ist. Oh, das wussten Sie. Okay. Naja, nein, natürlich ist das okay. Es ist nur, ich glaube, dass alle dachten, dass er ein Junge wäre. Nein, dass sie ein Junge wäre. Okay, also, als sie der König bei Stab der Wahrheit war, da war sie in Wirklichkeit ein Mädchen. Hm. Ah, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay. Wiederhören, okay. Helfen Sie mir. Alle denken, ich bin männlich. Okay, das ist ja mal eine Überraschung. Vielleicht sollten wir mal etwas genauer klären, was du meinst mit Mädchen. Also jemand wie deine Klassenkameradin Bibi, sie würde man als Cis-Mädchen bezeichnen, okay? Weil sie als Mädchen geboren wurde. Es gibt aber auch Menschen, die sich als etwas anderes fühlen als das, als was sie geboren wurden, okay? Und diese Leute nennen wir Transgender. Und dann fühlst du dich als Cis-Gender oder Transgender. Was? Ich bin als Mädchen geboren. Okay, das ist gut. Ich meine, es wäre auch toll, wenn du nicht cis wärst, aber... Okay. Cis weiblich. Ja, danke. Können mich jetzt bitte alle auch als weiblich sehen? Ich meine, eigentlich ist das Geschlecht dem Alter egal. Okay, denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden. Okay, also komm jederzeit wieder. Ja, Macho-Schweine. Oder kleine Donald Trumps. Können mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Ich bin ein Mädchen! Vergiss nicht, dein Arsenal aufzustocken, wenn du eine Stufe aufsteigst, Wunderarsch. Okay. Mein Arsenal? Ja. Klar, Mann. Nicht das Inventar. Das sind die Artefakte. Ich kann hier jetzt einen kleinen Platz mehr belegen. Stopp! Was ist das denn?
Vitalitätskelch steigert das Selbstbewusstsein und bringt und birgt nur ein geringes Risiko, sich dabei als Stalker-Syndrom zuzusehen. Aha. 25, 2 Zahlen, 2, 18, 2, 2, 15. Und bisher ist das hier am besten gut. Gut, dann können wir uns mal den Charakterbogen anschauen. Kunstsammler, Sammler 5. Kunstwerke 2 habe ich bisher. Racing Meister, besiege 10 Racing Skills. Noch ein Selfie von mir. Und ja, sind jetzt weiblich. Unsere Machtquelle ist der Arsch und wir sind ein Held, dessen Kryptonit Racing Skills sind. Okay. Dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, jetzt sind wir ja in der Schule fertig. Schau, schau, schau! Das ist doch ein Cisgender-Mädchen! Ja, stell euch vor. Das mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Besiege die Hinterwäldler. Die was gegen Cisgender-Mädchen haben. Okay. Klar, bei euch gibt's nur Männerliebe. So richtige Bro-Liebe. Dich prügle ich zum Hetero. So wie Harry damals, 94. Ich bin doch ein Hetero. BTF. Egal. Die Musik, die macht mich ganz kirre. Füge Feinden Schaden zu und verleihe Bradfeek Unsichtbarkeit, genau. Hübscher Fan Osthybrid. Du könntest sogar schnell genug sein, um mich zu klatschen. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Warum greift ihr eigentlich meine Freunde an? Selbst wenn ich nicht Keto wäre, wären dies ja trotzdem. Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Tja. Keine Angst, ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. Hör nicht auf sie. Du würdest sicher nicht so ein Billigkram trinken, wie die in ihrem Blut haben. Sehr befriedigend. Gut gesaugt, Moskito. So. So machen wir das. Laserbehandlung gefällig? Wen nehmen wir uns jetzt vor? Dich? Dich? Ich würde sagen, dich nehmen wir uns vor. Brennende Haare, mir ist der Blutdurst vergangen. Na dann, Hals- und Beinbruch. Warum funktioniert das nicht? Das ist doch scheiße! Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch! Tja. Pechwunder-Arsch! Noch, ist kaum der Rede wert. Blutprobe. Kann ich eins höher? Dann kann ich nämlich gegen beide die Attacke einsetzen. Krieg ich jetzt wieder Krankengeld? Halleluja! In deinem wunderbaren Land Amerika gibt es, glaube ich, kein Krankengeld. Ich bin mir aber nicht sicher.
Nein, oder gibt's da nur keine Versicherung? Krankengeld ist zur Versicherung. Ja, so viel zu meinem Wissen diesbezüglich. Was ist überhaupt ein Cisgender? Tja, greifst mich hier an und weißt noch nicht, was Cisgender sind. Unsere Chancen steigen stetig. Fühlt den Zorn von Humankind! Also, ich dachte, ein Krankengeld bekommt man nur, wenn man versichert ist. Tatsächlich. Aber ich war ja auch noch nie nicht versichert. Von daher. Muss ich mir darüber nie Gedanken machen. So viele Möglichkeiten. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. BTF. Alter, echt widerlich. Ja, das war wirklich widerlich. Haschmiede-Artefakt. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende. Also sind wir immer noch nur Praktikant. Eigentlich. Offiziell. Sind wir es natürlich nicht, aber... Natürlich machen wir immer noch Praktikantenaufgaben. Okay, ich würde sagen, nachdem ich mich mit meiner Unwissenheit total beliebt gemacht habe und mich gar nicht blamiert habe, Claire, können wir in der nächsten Folge weitermachen und Kuhn auch gleich noch einen Taco holen als Praktikant. Bis dahin hoffe ich, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.